Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute machen wir ein wunderbar cremiges Matcha-Eis mit weißer Schokolade, wie auch das letzte Mal schon mit der Springlane-Eismaschine. Und ja, dieses Rezept könnt ihr auch stattdessen mit Sojamilch machen. Ich mache es heute sojafrei. Und zwar nehme ich dafür diese Lupinenmilch. Und die macht das von sich aus einfach schon viel fluffiger, als es mit Sojamilch werden würde. Also ja, ihr könnt die einfach dann 1:1 ersetzen. Ja, der Tipp mit der Lupinenmilch übrigens, den habe ich von der Inhaberin von Weiß aus Rostock. Ja, wo ihr die findet, schreibe ich mal, poste ich mal unter das Video. Wenn ihr mal in der Nähe von Rostock seid und lecker veganes Eis essen wollt, dann geht auf jeden Fall da mal vorbei. Und ja, das Rezept ist im Grunde ganz einfach. Legen wir mal los. So, ich nehme jetzt 500 Gramm Lupinenmilch. So, dann Zucker. Ich habe jetzt hier Rohrzucker. 150 bis 180 Gramm. Ich nehme jetzt 150, weil ich auch teilweise die weiße Schokolade mit in die Creme mit reinmachen werde. Und da auch schon Zucker drin ist, reduziere ich das einfach ein bisschen. Der Zucker übrigens macht das Eis im Endeffekt auch cremig. Also, wenn ihr nicht so viel Zucker drin haben wollt, könnt ihr natürlich auch weniger reinmachen. Dann müsst ihr halt damit rechnen, dass das Eis halt auch weniger cremig wird und dann wahrscheinlich auch fester ist, wenn ihr es dann länger mal in der Gefriertruhe hattet. So, einen halben bis einen Teelöffel Johannesbrotkernmehl. Dann Matcha-Pulver, einen halben bis einen Esslöffel. Könnt ihr nach eigenem Geschmack entscheiden. So, dann habe ich hier White Vanilla Schokolade. Davon nehme ich jetzt die Hälfte, das sind 80 Gramm. Also 80 Gramm ist eine Tafel, also 40 Gramm. Breche das ein bisschen klein und gebe das auch gleich dazu. So, das war es auch schon. Deckel drauf. Und dann das Ganze für ungefähr eine Minute mixen. Okay. Ganz einfach. Hier? Den runter. Und jetzt das Rad drehen. Was ich noch vergessen habe, eine Prise Salz. Die mache ich mal noch fix rein. Mix das nochmal ganz kurz durch. Und dann ab damit in die Eismaschine. So, das war jetzt eine Dreiviertelstunde und so langsam schafft die Eismaschine das nicht mehr. Ich habe jetzt übrigens nach der Hälfte der Zeit ungefähr, also nach 20, 25 Minuten, wenn das Ei schon so langsam ein bisschen dicker und cremiger wird, noch die andere halbe weiße Schokolade mit reingeraspelt, also oder klein gehackt und mit reingegeben. Ja, und wie ihr eben in der Eismaschine gesehen habt, also das Volumen hat sich ungefähr verdoppelt. Bei Sojamilch wird zwar auch ein bisschen mehr, aber nicht ganz so viel, zumindest bei der Sojamilch, mit der ich es probiert habe. Dennoch ist es relativ weich. Wenn ihr es jetzt ein paar Stunden im Tiefkühler lasst, wird es auf jeden Fall ein bisschen fester werden. Aber immer noch so sein, dass ihr es locker mit dem Löffel auch stechen könnt. So, ihr schmilzt es ziemlich schnell, wie ihr sehen könnt. Aber auf jeden Fall sehr lecker. Ja, und wie gesagt, das ist noch ein paar Stunden im Gefrierschrank. Und dann hast du richtig diese schöne Eiskonsistenz, die man halt vom gekauften Creme-Eis auch kennt. Übrigens, das Rezept könnt ihr wie immer richtig gut variieren. Also für Vanilleeis einfach einen Teelöffel oder einen halben Teelöffel, je nach Geschmack, Vanille dazu geben statt Matcha-Pulver. Und oder Schokoladeneis, 3 Esslöffel Kakaopulver zum Beispiel oder mehr oder weniger, je nach Geschmack. Ja, in diesem Sinne, frohes Eisschlemmen und dann hoffentlich demnächst zum nächsten Kochvideo. Tschüss!